Die Verhaltensökonomie kann eine positive Rolle überall dort spielen, wo es um das Verhalten von Menschen geht. Das betrifft das Verhalten von Kunden, das Verhalten von Arbeitnehmern, das Verhalten des Managements. In all diesen Bereichen kann die Verhaltensökonomie helfen, Verhalten in geeigneter Weise zu kanalisieren, zu verändern und in die gewünschte Richtung zu bringen. Die Krise im Bankensystem ist im Wesentlichen auch eine Regulationskrise gewesen. Und da hat die Verhaltensökonomie, steht da nicht im Gegensatz zur herkömmlichen Ökonomie, dass es einfach höhere Eigenkapitalvorschriften gibt, dass es bessere Anreizsysteme geben muss. Wo die Verhaltensökonomie besonders wertvoll ist, das sind jene Situationen, in denen die traditionellen Instrumente an ihre Grenzen stoßen. Also beispielsweise im Compliance-Bereich, wenn es um Kulturwandel geht. Ich kann eben Kultur nicht per Knopfdruck ändern. Ich brauche da eine Fülle von Maßnahmen, die über bloße finanzielle Anreizänderungen hinausgehen. Es reicht nicht aus, nur zentrale Überwachungsmechanismen einzuführen. Ich brauche auch geeignete Feedback-Kultur, nennen wir das, wo die Peers praktisch eine Art soziale Kontrolle ausüben im Unternehmen im positiven Sinne. Das sind die Bereiche, wo die traditionellen Maßnahmen, nämlich finanzielle Anreize und Gebote und Verbote aussprechen, an ihre Grenzen stoßen. Da ist die Verhaltensökonomie besonders wertvoll. Ich erlebe die Unternehmen eigentlich als sehr offen, sehr lernwillig und wissbegierig. Sie haben natürlich nicht immer die modernsten Instrumente, Compliance herzustellen oder Compliance-Mängel zu entdecken, aber da können wir sehr gut helfen und eingreifen, sowohl was das Früherkennen von Compliance-Problemen angeht, als auch was die notwendigen Verhaltensänderungen angeht, die dann bewerkstelligt werden müssen.